Willkommen zurück zu Stronghold Legends. Ich bin Mr. Katafi, euer leicht genervtes Kaninchen. Und wir sind hier in einer Mission, die schwerer kaum sein könnte. Denn wir müssen es jetzt irgendwie hinkriegen. Ich habe die Truppen hier schon markiert und hier hingestellt. Von hier nach dort zu kommen und diesen Herrn hier oben zu töten. Und nicht nur, dass wir hier irgendwie dran vorbei müssen. Nein, der Weg teilt sich in drei Abschnitte oder in drei Möglichkeiten. Wir können entweder hier unten lang laufen, an diesem schmalen Pfad, wo nur wenig Truppen sind, aber sicherlich einiges an Fallen stehen wird. Wir können hier hinten lang laufen mit den zwei Drachen und dem anderen Xox. Oder den Mittelweg, der natürlich sehr stark verteidigt ist. Das Riesenproblem ist aber, dass diese Bogenschützen hier oben auf den Türmen und die da, sowie auch die Armbrustschützen hier hinten und eigentlich alle Fernkämpfer, die hier in diesem Weg sind, auf beide Wege einfach schießen können. Das heißt, ich muss so oder so irgendwie mit den Truppen, die da stehen, klarkommen. Und das macht sie ziemlich schwierig. So. Und ich hatte mir jetzt viel überlegt, was alles nicht funktionieren wird, bin ich mir mal ziemlich sicher, denn diese Mission ist jetzt schon kein Garant für Spaß und Freude. In Bewegung! Ich habe ja einiges an Truppen. Ich muss aber aufpassen, denn ich muss mindestens einen der Eisbären oder den Riesen hier mit rüberkriegen, damit ich den Wall einreißen kann. Und das wird schwierig. Ich würde aber gerne, da ich diese Truppen hier oben auf den Türmen so gut wie nicht runtergeschossen bekomme. Also die stehen irgendwie so hoch und so geschützt, dass die da ganz schlecht runtergeschossen werden. Tja, werde ich wohl erst einmal versuchen, hier einen Schutzwall aufzubauen. Marsch! Und dann die Truppen heranzulocken. Mit dem Nordwind! Allerdings. Der Burgherr wird angegriffen! Kann ich diesen Spaß nicht so häufig machen. Da ich nicht so viel Ruhm und Ehre für Pferde habe. Und ich krieg die wichtigen Truppen auch einfach nicht mit hier. Die wichtigen wären ja. Genau, ihr werdet wichtig. Sehr schön. Das sieht doch schon mal besser aus. Nein! Kommt doch wieder zurück! Verdammt, die gehen nicht weg. Die hauen da nicht ab. Das heißt, ich kann die auch gar nicht groß weglocken. Oder warte mal. Komm mal her. Das dachte ich mir nämlich schon. Das ist nämlich das nächste Problem. Die Bogenschützen haben einfach eine so unnatürlich große Reichweite. Vorwärts! Ah, seht ihr das schon? Vorwärts, unserem Schicksal entgegen! Wie weit die schießen können. Das ist unnatürlich weit. Der Burgherr wird angegriffen. Ja, hör auf anzugreifen. Sehr gut, da kommen schon mal wieder auf jeden Fall ein paar Truppen jetzt. Mit diesem Angriff von der Eishexe, denke ich, muss ich hier sehr, sehr viel arbeiten, um die Bodentruppen vielleicht einzufrieren oder, ja, mal schauen. Ah, das wird so anstrengend. Das wird sehr anstrengend. Gibt es eine Schnellspeicherfunktion? Glaube ich nicht, ne? Weil ich werde hier sicherlich einiges speichern müssen. Tja, so. Und nun? Ich habe ja die Ritter, oder die Schwertkämpfer hier unten. Die sind insofern, glaube ich, ganz gut, weil sie den Pfeilhagel eine gewisse Zeit aushalten können. Allerdings stehen hier ja auch hier hinten auch. Nee. Armbrustschützen habe ich ja irgendwo hier ganz, ganz hinten gesehen. Ah, das wird so schief gehen. Für den Ruhm! Die sind so langsam, das ist das große Problem. Ha. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ich werde jetzt versuchen, dass ich die Schwertkämpfer nach vorne ziehe, dann warte, bis die beschossen werden. Natürlich nicht sofort gleich. Wenn die beschossen werden, dann nach und nach die anderen Truppen mitschicken, vor allen Dingen die Eishexe, dass die hier ein bisschen aufräumt, aber die hält halt auch nichts aus. Das ist das ganz große Problem. Tja,
wird sehr schief gehen. Sehe ich jetzt schon. Okay. Marsch! Ihr hier hin. Schwertkämpfer, so. Vorwärts! Da seht ihr das schon. Jetzt werden die schon beschossen. Aber die halten zum Glück eine ganze Menge aus. Weiter! Ihr geht mal mit. Schlachtordnung! Ihr stellt euch mal hier hinten hin, dass ihr die auch ein bisschen mitbeschießen könnt. Du kannst... Also du hast eine Reichweite von einem... Die Königin kommt! Echt eine miserable Reichweite für deinen Spaß hier. Sehr gut, habt ihr das gesehen? Das ist sehr gut. Genau so muss das sein. Los, los! Das Eis bewegt sich. Aufs Schnellste! Sehr schön. Unsere Truppen werden angegriffen. Ich bringe den Winter mit. Oh, das ist sehr, sehr schön. Ja, das sieht doch gerade gut aus. So, meine ganzen... Armbrüster vorwärts! Eisjungfern verloren, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Der Winter soll kommen. Ja, da wurde mir auch gesagt, in der vorherigen Mission mit dem Drachen, verdammt, jetzt, nein, jetzt wird kritisch. Ihr wünscht meine Hilfe? Jetzt kommt mal wieder zurück, und zwar, ihr geht mal nach hier, ihr müsst schießen. Du kommst mal mit hier. Mit der Macht des Winters. Wir sind noch nicht hier, du bist noch nicht hier und ihr seid noch nicht hier. Könnt ihr mal noch ein Stück weiter nach vorne gehen, um zu schießen? Das wäre sehr ideal. Könnt ihr nämlich schon mal die ganzen Fernkämpfer wegholzen noch, die da noch sind? Riese! Riese? Riese? Mich dürstet nach Blut! Riese, da. Dein Spaß. Ja, das wurde mir nämlich auch gesagt, dass die Eishexe beim letzten Mal echt viel geholfen hätte gegen die Drachen, weil sie die Drachen halt sehr gut einfrieren kann. Gebt mir Köpfe zum Und das habe ich natürlich dann dezent schlecht gelöst, das gebe ich gerne zu. Daran hatte ich gar nicht gedacht mit der Eishexe. Oh nein, holst ihn weg, schnell, 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 schnell! Gehen los! Oh, jetzt muss man mal speichern, weil das läuft jetzt gerade so gut. Bisschen Taktik und schon läuft's. Spiel gespeichert. Und das ist halt das große Problem in dieser Art von Mission, dass man sehr, sehr viel Taktik braucht und ich... Mit Taktik... Ich brauche immer... Also ich... Ja, also ihr seht, ich kann noch taktisch arbeiten, aber es ist nicht... Ich bin nicht so der Freund von Taktikspielen. Also von derartigen Taktik, wenn ich halt keine weiteren Ressourcen habe. Macht Spaß, bestimmt für einige, ist richtig toll und ich find's gut. Ich find's wirklich gut, dass sie da auch entsprechend die Abwechslung haben. Und auch solche Missionen entsprechend hier drin. Da haben wir jetzt noch einen, so einen Jäger. Okay. Also. 1, 2, 3, 4, 6, 8. So, alle nach vorne. Das mit der Eishexe, das funktioniert wirklich gut. Die hätte ich wirklich von Anfang an nutzen sollen. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles wissen. Man kann zwar alles essen. So. Ich werde jetzt wieder genauso machen, die Schwertkämpfer und die Pikenkämpfer nach vorne. Dass die die Pfeile erstmal abhalten von diesem Turm hier. Und dann platziere ich mich hier. Ich weiß nur nicht, also ich denke mal, dass der hier sehr weit schießen kann. Deswegen muss ich dann sehr schnell weiter nach vorne ziehen. Aber dafür nutzen wir wieder unsere Eishexe. Pikenschultern! Um die gleich alle wegzuholzen.
Vielleicht kann ich auch damit schon mal den wegholzen. Mal gucken, wann, wie weit er schießt. Wie weit Ah, genau, da schießt er schon. In Bewegung. Mit dem Nordwind. Vorwärts! Aus dem Weg! Kommt näher, Prinz Dietrich. Ich habe ein paar schmerzhafte Geschenke für euch. Geh mal hier rüber. Schieß mal ganz kurz noch dort oben. Die Königin kommt! Kannst mal ganz kurz da machen. Das Eis bewegt sich. Nehmt mal auf meine... Wieso greift ihr denn die Fernkämpfer? Alter, ihr verdammten Fernkämpfer! Gott, hört auf, im Nahkampf zu stehen! Wieso viele Truppen verloren? Weil die sich mal wieder dazu benötigt gefühlt haben, mit einem Dolch Schwertkämpfer anzugreifen. Ach! Sowas ärgert mich. Das ärgert mich, weil das ist KI. Das ist dumme KI. Weißt du, da rennen Nahkämpfer rum. Und nein, die Fernkämpfer müssen unbedingt in den Nahkampf rennen. Ach, ist das schade. Das ist schade und unnötig. Spiel. Weißt du, so eine... Das ist, ja, das zerstört auch Taktik, weil... Dazu stelle ich doch die Fernkämpfer... Weißt du, deswegen gebe ich doch den Fernkämpfern den Befehl... Wartestellung bzw. nicht... Nichts tun, nicht... Irgendwie Scheiße bauen, aber nein, sie bauen trotzdem Scheiße. Und jetzt noch hier hin. Kommt schon, Männer! Schwertkämpfer, vorwärts! Unsere Truppen werden angegriffen! So, und zwar ihr greift jetzt mit hier an. Unsere Eishexe geht mit nach vorne. Ihr geht nach hier, die Eishexe. Wo soll ich kämpfen? Na, Eishexe. Du bist auch nicht die Schnellste, ne? So, man steht doch einfach nur rum. Natürlich, man könnte auch nicht näher rangehen. Hallo, beweg dich doch! Mach Platz für die Königin! Oh, Leute. Lass mich kämpfen! Ich bin gerade ein bisschen schockiert von eurer Ignoranz und Dummheit. Ich will kämpfen! Bringt mich zum Feind! Ja! Wie viel Truppen man durch Dummheit verlieren kann. Möge Gott mit uns sein. Schnell! Kommen wir da überhaupt drauf? Nee, ne? Nee. Also, ihr da, an uns ihr kommen dorthin, Sie nicht ihr dorthin, ihr da rein. Ich will kämpfen. Ja, warte mal. Ach, Bewegung! Mit der Macht des Winters. Beeilt euch damit. Eure Schildjungfern wanken. Lasst sie unser Schlachtlied hören. Gebt uns unsere Befehle. Unsere Schilde gehören euch. Los geht's. Greift ihn doch mal an! Euch Treue. Gott, ihr Kinder! Natürlich! Hat nicht gereicht. Schön. Und meine Truppen sind alle weg. Ach, ist das schön. Ich liebe KI. KI ist das Beste, was es gibt. Mann. Warum, Spiel? Warum? Warum machst du es mir denn so unnötig schwer? Es geht los! Bereit! Weißt du, das los, ist doch schon... Ah. Es war zum natürlich, war jetzt wieder meine Schuld. Ich geb's ganz zu, da war meine Schuld, dass ich da etwas unkontrolliert die geschickt habe und so. Aber, ach Mann, Platz da! Es ist auch einfach so unnötig. Gehen los!
Los! Es ist so unnötig, der Schwierigkeitsgrad. Marschieren, Männer! Oh, diese Jagd, diese Fledermäuse sind auch unnötig. Marsch! Euer Befehlsheer! Was man da wieder an Zeit und Motivation verliert, nur wegen so einer Flugeinheit, die man nicht abwehren kann. Vorwärts! Bemannt die Brüstung! Pikeniere vorwärts! Bereit! Hi. Ich bin kein Fan von solchen Missionen, das merkt ihr, weil ich halt einfach... Ich mag es nicht, wenn man nur begrenzte Truppenressourcen, also gewisse Truppenressourcen hat. Das ist absolut nicht meins, weil das ist denn so wirklich, einmal macht die KI irgendwie, interpretiert sie einen Befehl falsch oder anders und zack, ist die ganze Mission für den Arsch, ist gescheitert, weil es halt einfach gerade dem Spiel sozusagen so passte. Oder man achtet auf, man hat eine Sache, die man nicht genau gesehen hat oder beachtet hat und zack, schon sieht alles wieder schlecht aus. Greif doch mal da oben rein, Max. Guck mal, da sind Feinde. Schieß sie doch mal runter. Ist doch nur ein... Armbrüster, vorwärts! Andere finden solche Missionen bestimmt total toll. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich nicht nachvollziehen, aber kann ich mir vorstellen. Ja. Und da muss ich dann halt einfach durch solche Missionen, ne? Da muss ich dann durch. Und ihr habt Spaß. Ihr könnt sehen, wie ich rage. Ist ja schon lange nicht mehr passiert. Seit Mirror's Edge ist lange Zeit vergangen. Muss man auch sagen. Also wird auch Zeit, dass da wieder ein Rage-Spiel kommt. Mit erhobenem Haupt! Kommt näher, Prinz Dietrich. Ich habe ein paar schmerzhafte Geschenke für euch. Unsere Schwerter sind die euren. Wir fürchten den Tod nicht. Wir kehren nach Valhalla zurück. Das den da. Lied. Wir erwarten euren Befehl. Was wollt ihr? Kommt mal einen Schritt die weg. Riesen ziehen in den Krieg. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich. Alter, macht der Damage gegen gepanzerte Einheiten mit seinem Feuerscheiß da. Okay, wir haben eine Bresche geschlagen. Die Fernkämpfer dort sind alle weg. Aber ich habe nicht mehr so viele Truppen, muss ich gestehen. Pikeniere nach vorn. Ich warte mal noch ganz kurz, dass sich die Eis-Sache wieder aufgefüllt hat. Dann kann ich die vielleicht hier in die Mitte reinprügeln, wenn meine Truppen angreifen. Vielleicht kann ich damit nochmal ordentlich Damage anrichten. Und dann dürften wir diese Mission auch endlich geschafft haben. Also ich denke, was auf jeden Fall, um mal auch wieder was Positives zu sagen, dass Stronghold Legend sich auf jeden Fall durch die Taktikvielfältigkeit mit den ganzen Special-Einheiten auszeichnet.
Also da denke ich, ist gerade, wenn du dann auch loslegst und Multiplayer spielst, was ich ja nicht tue, weil ich kein Multiplayer-Fan von diesen Spielen bin, dann kannst du da sicherlich richtig viel mitmachen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und weil es immer wieder gefragt wird, ich spiele nicht gerne diese Art von Spielen im Multiplayer, nicht weil sie keinen Spaß machen oder weil sie schlecht sind. Eher ganz im Gegenteil. Hier in dem im KI hast du halt eine cheatende KI, die aber Fehler macht. Eure Soldaten sind bereit. Wenn ich im Multiplayer gegen andere Spieler spiele, bin ich natürlich vor Cheating, sollte man, gefeit sein. Also, dass es dort weniger Cheaten gibt. Aber das große Problem ist, dass die Leute, die das spielen, die das im Multiplayer spielen, richtig drauf haben. Das sind die richtigen Pros. Und gegen die habe ich absolut keine Chance. Und deswegen bringt es mir gar nichts, wenn ich da groß... Unsere Truppen werden angegriffen! Warte mal ganz... Ach nee. Bewegung! Ach Manno, jetzt fängt er schon wieder mit seiner scheiß Feuerschießerei hier. Oh, fuck! Gehen los! Die Königin kommt! Die Königin kann hier nicht zaubern, oder was? Ja, den greift da oben an! Oh, lauf denn hier hoch! Mann, Kinders! Da, hier hin, alles! Die kann hier nichts tun, irgendwie lustigerweise. Jetzt kann sie, natürlich. Aber ihn angreifen ging nicht. Alles auf dem Weg ignorieren. 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 Unsere Truppen werden angegriffen. Kann ihr beide vielleicht schon mal loslaufen? Hier hoch? Hier? Hier? Alles ignorieren, alles ignorieren, alles ignorieren, alles ignorieren. Dankeschön. Schießt der nämlich auch schon nicht mehr da oben? Sehr gut. Hat es auch geschafft. Oh, endlich! Fast eine anstrengende Mission. Jedenfalls für mich. Wenn das erst der mittlere Schwierigkeitsgrad ist. Oh mein Gott. Es gibt noch zum einen eine Schwierigkeitsgrad höher und es gibt auch noch eine Kampagne, die schwieriger ist. Ja, komm, geh weg mit dieser Mission. Nun, da Janibas fort war, kehrte wieder Frieden im Land ein. Und Dietrich war frei, um Königin Virginal zu heiraten. Gönnt ihm dieses Glück, denn es wird noch viele weitere Abenteuer für Dietrich geben. Die Götter sind mit ihm noch nicht fertig. Aber wir sind fertig mit der Dietrich, mit der Eiskampagne, wie es scheint. Das ist ja, oh, eine Auszeichnung. Yay, wir haben die Eiskampagne abgeschlossen. Woo! Ja, Eiskampagne abgeschlossen. Zum einen finde ich, ist sie ziemlich kurz im Vergleich zur König Artus Kampagne. Das seht ihr ja hier gerade. Ich meine, 7 Missionen gegen 9, das ist auf jeden Fall... Also, weiß ich nicht, das ist schon deutlich kürzer. Der Schwierigkeitsgrad zeichnete sich natürlich dadurch aus, dass mehr von den Sondereinheiten rumgelaufen sind, auch auf gegnerischer Seite. Man hatte ja die Werwölfe, man hat diese Werwolf-Katapulte, wurde mir auch gesagt, vielen Dank an dieser Stelle, dass das Werwolf-Katapulte sind, die nur Werwölfe schießen können.
die wir in der Mission vorher gesehen hatten, hier im Virginal Eiskönig von Tirol. Eiskönigin. Und die Drachen natürlich und alles sowas. Und dadurch wurde natürlich der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher gedrückt. Aber ich fand auch, dass es... Also ich weiß nicht, die Missionen wurden... Also gerade die hier Eiskönigin von Tirol, die war wirklich... Die anderen waren anspruchsvoller durch die Riesen und die Drachen und sowas. Das war anspruchsvoller, natürlich. Aber diese Mission, die hier, die waren... Und auch, ja, die letzte war eigentlich... ging so. Aber die war einfach nur... broken. Also sorry, die war nicht... Die war jenseits jeglicher Schwierigkeitsgradeinschätzung, fand ich persönlich, weil sie einfach... Es hatte nichts mit Schwierigkeit zu tun, fand ich. Es war keine Herausforderung. Also es war nicht so, oh, ich muss taktisch arbeiten oder oh, ich muss hier an der richtigen Stelle das Richtige machen, sondern es war einfach, ja, hey, der Gegner spawnt sich einfach unentwegt Truppen, wenn er das gerade möchte. Way, naja, Wayne, was auch immer. Die letzte Mission war halt wieder eine Mission, die zu sehr viel Taktik erforderte, weil ich nicht so viele Truppen hatte und der Gegner deutlich mehr. Man hat ja gesehen, dass das jetzt in dem Anlauf deutlich besser funktioniert hat, außer so in dieser letzten, wo halt dieser Enge war, wo der Magier natürlich mit seinen Feuerbällen sehr hart arbeiten konnte. So, und dann wollte ich jetzt nochmal kurz gucken in Statistiken. Auszeichnung zur Ordnung. So. Zum Abschluss dieser Kampagne gucken wir uns nochmal die Auszeichnung an. Es haben sich ein paar mehr eröffnet. Wir haben hier, die haben wir natürlich. Wir haben jetzt die Eiskampagne bekommen. Wir haben hier 40 defensive Waffentypen zur selben Zeit in einem Spiel. Wir haben 3 Drachen erschaffen. Und hier einiges an solchen bekommen. Aber es gibt noch Unmengen an weiteren, die ich alle nicht bekommen werde. Das sehe ich schon so kommen, wenn wir noch einen Missionstyp haben. Also nur noch die schwere. Ja. Aber dann sage ich doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie fandet ihr das denn? Sagt mir das mal. Also ich weiß noch nicht. Ich habe das jetzt aufgenommen. Ihr habt die Mission... Also wenn ihr das jetzt seht... Nee, während ich... Anders. Wenn ich da, ich erzähle das jetzt und ihr habt aber noch nicht die Mission gesehen oder sehen können, die vorher war. Also der Abschluss dieser Eiskampagne. Nee, also wie erkläre ich das denn jetzt ganz blöd? Das Ende von Eiskönigin von Tirol habt ihr jetzt noch nicht gesehen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme. Deswegen kann ich noch nicht wissen, was ihr dazu schon gesagt habt. Ob ihr da gesagt habt, Alter, du stellst dich total dumm an, aufzuspielen, deinstalliere. Das weiß ich noch nicht. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, hätte ich die Eiskönigin mir eingesetzt, wäre es einfacher gewesen. Ja, gebe ich jetzt schon gerne zu für alle Kommentare, die bis dato dazu gekommen sind.